Jemine, das Spiel. Ich muss das gerade ein bisschen leiser machen, jetzt ist gerade sehr laut auf meinem Ohr. So. Wie spät haben wir es denn? 13 Uhr. Okay, mein Mann ist. Ich hab gegossen, okay. Was habe ich denn? Ich habe zurzeit sehr viel Story of Seasons gespielt, es tut mir sehr leid. Das Schwert ist Supermoon. Aber der sperrt halt auch, so. Mach ich gleich, ich will nur mal eben gucken. Okay, ein bisschen was habe ich da. Hab ich noch was im Kühlschrank? Weil das ist aber ja kein irgendwie ein Fest, oder? Sashimi? Da habe ich auch nicht mehr viel übrig. Also müsste ich einmal kurz einkaufen gehen. Bei Popo. Hier sind sie alle am Mumpfen. Die ganze Stadt redet über dein Baby. Ich hätte gerne ein Gericht. Es ist nett, dass sie alle über mein Baby reden. So. Was nehmen wir denn da mal mit? Curryreis, LP. Ich brauche was RP. 800, Käsebrot. Chinesisches Manchen. Traumlikör. Meeresfrüchte gerade. RP plus 1000. Nee, danke. Erstmal nicht. Dankeschön. Meine Nase juckt. Ich muss bestimmt gleich niesen. Ich muss bestimmt gleich niesen. Oh, ich muss bestimmt gleich niesen. Ich will nicht niesen. Ich will nicht niesen. Aber oh, ich muss bestimmt gleich niesen. Es dauert noch ein bisschen, bis mein Baby da ist. Entschuldigt bitte, dass ich muss hier gerade nochmal. Ach Gott, hier war ich auch noch gar nicht. Du, die du Weisheit bringst. Du, die du Mut bringst. Was hast du zu schaffen mit Wesen wie uns? Ich möchte die Tür öffnen. Wenn du die Wahrheit sprichst, dann lass uns einen Blick auf dich werfen. Wir wollen deine Eignung prüfen. Du musst dich als würdig erweisen. Aber Vorbereitung ist für das Auge unsichtbar. Deshalb zeig uns durch deine Kraft. Zeig uns, wie entschlossen du wirklich bist. Einer war unglaublich anfällig gegen. Genau, gegen Schwertangriffe. Und der andere kam mit Magie nicht gut klar. Steckt das besser weg, das steckt das aber nicht weg. Und dann muss ich mich ein bisschen bewegen, weil er mich sonst angreift. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz was essen, habe ich das zum Gefühl. Okay, so viel dazu. Du bist geeignet. Wir haben gesehen, dass du entschlossen bist. Du hast dich als würdig erwiesen. Wir konnten uns vor deiner Entschlossenheit überzeugen. Du hast uns gezeigt, was wir erbeten hatten. Du hast uns gezeigt, was wir zu sehen wünschten. Geh jetzt. Bleib deiner Entschlossenheit treu. Erschaffe diese Welt von Neuem. Erfülle unsere Zukunft mit Freude. Ich habe keine Ahnung, was ich mit diesen Fersen, mit diesen Dingens da machen kann. Sammelobjekt. Okay, so. Ihr wisst, was jetzt kommt, ne? Der ekelhafteste Kampf aller Zeiten. Ich hasse den so dermaßen. Kann ich bitte stehen bleiben? Und so habe ich tatsächlich angefangen, gegen ihn zu kämpfen, ne? Mit dem, was ihr gerade an Magie gesehen habt. Ne, also was ja wirklich nicht ganz viel gebracht hat.
Und ich hatte wirklich erst richtig eine Chance gegen ihn, nachdem ich halt dieses Schwert hier hatte. Und ich hasse das, dass er immer verschwinden muss. Ich hasse den so dermaßen. Ich hatte anfangs nie wirklich eine Chance gegen ihn. Nie. Und wenn ich sage nie, meine ich auch nie. Ich habe hier manchmal stundenlang gekämpft, weil ich halt mich mit diesen 48 Dingen-Dings da echt vorangefeiert habe. Okay, jetzt ist er zumindest schon mal wütend. Jetzt muss ich aufpassen. I-A-I-A-A-A-U. Das hasse ich wie die Pest. Ich kann eine ganze Zeit tatsächlich nur weglaufen. Das ist ein bisschen unbequem. Nein, 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 nein. So. Das tut ihm immer noch nicht ganz viel. Ihr seht, ich habe eigentlich so gut wie gar keine Chance gegeben. Das muss ich jetzt immer ein bisschen aushalten. Weil das die einzige Chance ist, wo er das Ding mal nicht hat. So lange muss ich hier echt jetzt immer... Ich bin aber sehr froh, dass ich das noch weiß. Oh Gott. Ah. Auf. Auf, 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 auf. Hier ist er seine Schutzbarriere wieder. Jetzt muss man wieder aufpassen. Mama mia. Ich muss halt echt immer gucken, bis diese Schutzbarriere weg ist. Es hilft nichts. Und ohne dieses Schwert werdet ihr da so verloren. Ich sag's euch, weil ich hab's einfach selbst. Ich hab das so oft versucht. Ne? Jetzt hat er gleich wieder seine. Ja, so, geht auch weg von mir. Ja. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Frieden. Jetzt ist er sie. Ja, jetzt wird er sie ganz zum Schluss los, oder dann aktiviert er sie wieder. Das ist kein Kampf, den ich toll finde. Au. Oh. Arsch. Oh. Immer so eine gute Möglichkeit, mal was zu essen, wenn man Bock hat. Er ist schnell gerade da drin, das zu aktivieren. Ich fange gerade das an und hau mich in so einen Kampf. Warum eigentlich? Ich weiß es nicht. Au! Au! I! Au! Was mache ich hier eigentlich? Gerade bin ich mega schlecht. Kann ich mal eben... So, Dankeschön.
Nur so für mein inneres Wohlbefinden. Okay, aber zunächst kann ich noch zweimal treffen. Nein, ich flüchte überhaupt nicht. Wie kommt ihr denn auf den Trichter? So, jetzt hat er das wieder angestellt. Jetzt schmeißt er gleich wieder mit Bogen um sich. Dankeschön. Ihr wollt nicht wissen, wie oft ich das beim ersten Mal... Versuchen wir es mit dem Eingang am Fuße des Turms. Ihr wollt nicht wissen, wie oft ich diesen Kampf geführt habe. Oh, Schatz. Das will keiner wissen. Weil es einfach Ewigkeiten gedauert hat. Jetzt geht er hier unten nämlich auf. Nichts, was ich gut finde. Wirklich nicht. Weil ich es hier unten hasse wie die Pest. Also wirklich, ich hasse es hier unten wie die Pest. Ich hasse es einfach. Ich hasse es. Ich finde es ganz ekelhaft. Weil die einfach unglaublich stark sind, die Gegner hier. Und mir tierisch auf den Sack gehen. Also die zu besiegen ist wirklich unmöglich gerade. Okay, ich glaube, es ist für mich jetzt erstmal eine Zeit. Ich bin so weit, wie ich, in meinem anderen Spiel auch bin, das reicht mir jetzt erstmal. So, ich gehe jetzt erstmal pennen. Es ist spät, ich muss schlafen. Schatzi, gehst du schlafen? Ja. Dann lege ich mich auch hin. Das ist aber lieb von dir, mein Hase. Komm. Flomp. Ja, das ist süß, wie er sich das Leben schmeißt. Plock. Let's start the journey. Morning. Morgen, gut geschlafen. Ruh dich aus, ich übernehme die Hausarbeit. Ich habe Eiscreme. Ja, danke schön. No, ich Matti. Es regnet draußen. Ich habe auch das dumme Gefühl. Nein, wir haben keinen Wirbelsturm. Vielleicht, ich glaube, der kommt bald. Das ist jetzt nichts, was ich gut finde. So. Ich habe auch noch was zu essen für dich. So, wo habe ich es denn hingepackt? Da! Also, guck mal. Well, danke. Selbstgemacht? Ja, natürlich. Jones hat letztens gesagt, wie wichtig es ist, laut ich liebe dich zu sagen. Baby? Ja, was ist denn? Weißt du... Ja? Ja. Yeah. Schönes Wetter heute, was? Geht's dir gut? Ach, Schatzi. Das mit dem ich liebe dich üben wir aber nochmal, ne? Das ist schon süß, ey. Ich mag ihn voll gerne. Dillis ist echt mein Liebling. Also ich mag Leon auch sehr gerne. Aber Dillis ist definitiv mein Lieblingscharakter hier in dem. Ach ja. Hab ich den nochmal hingestellt? Hier. Das ist definitiv mein Lieblingscharakter in dem Spiel. Definitiv. Setzt das Gras da abarbeiten, Mädchen. Da nicht einfach nur hinlegen, sondern da reinlegen. Also Dill ist definitiv Lieblingscharakter. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich den hier so spiele. Und ich, für mich, ich muss zugeben, ich komme gerade selten dazu, für mich selber zu spielen, was ich mir echt ein bisschen schade finde. Aber das klappt zeittechnisch zurzeit gar nicht. Wenn, dann spiele ich momentan höchstens Story of Seasons so ein bisschen. Wo ich für mich persönlich... Du sollst den Zahn reinigen. Haben aber gar nicht so die große Auswahl an potenziellen Partnern habe, wie ich finde. Finde ich die alle irgendwie nicht so... Also ich finde die schon gut, aber bis jetzt noch nicht so, dass mich da einer voll gepackt hat. Das war hier mit Leon schon ein bisschen anders. Mit Dillis schon ein bisschen anders. Den wollte ich ja irgendwie vom ersten Moment an. Dillis war sofort cool. Ich mag den Herbst, weil es da viel regnet. Da
Du solltest die Milch nicht der Kuh geben. Du solltest sie einsammeln. Warum macht sie das immer? Sehr schlimm. So. Dann hantieren wir hier noch mal ein bisschen rum. Und ich bin halt auch so ein Typ, ich mag es voll gerne, dass wir hier so unterschiedliche Genres haben. Genre. Also. Ich muss mich von Story of Seasons gerade wieder voll umgewöhnen. Also, dass du hier halt auch immer mal die Aufgaben hast, irgendwelche Leute zu bekämpfen, auch wenn das. Das ist aber echt anstrengend. Muss ich ja leider auch sagen. Also, manchmal finde ich das ja auch echt ein bisschen mega anstrengend, ne? Da spielt jemand. So. Habe ich hier irgendwas einzusammeln? Nö. Ich hätte hier viel Holz abzugeben, aber. Habe ich hier auch nur einen. Nö, habe ich gerade irgendwie nicht so richtig Lust. Doof, ne? Was ist hier? Morgen. Clorik hat mich gebeten, heute draußen auf sie zu warten. Ich frage mich, warum. Was ist Clorica denn? Hey. Good morning. What? Was macht ihr denn alle? Unseren Bekomm dein Leben in den Griffkurs. Bekomm dein Leben in den Griffkurs? Weißt du, unsere alltäglichen Anstrengungen bringen es einfach nicht mehr. Also werden wir Experten fragen, wie man sein Leben in den Griff bekommt. Alle drei? Yeah. Alle drei. Wir sind das Trio, das alles in den Griff bekommt. Ich bin hier, weil ich dann mit Clorica spielen darf. Und du, Doug? Ah, hey, wenn ein Mädchen abhängen will, werde ich nicht Nein sagen. Let's go. Okay, Leute, zuerst werden wir die Expertin Pforte besuchen. Ja, ob ich will mitkommen. Ihr wollt euer Leben in den Griff bekommen? Ich verstehe. Also ich würde auf jeden Fall Sport empfehlen. Diszipliniert im Kopf und diszipliniert im Körper. Lasst uns mit leichtem Joggen anfangen. Komm, folgt mir! Das ist also der Bekomm dein Leben in den Griffkurs? Good morning! Also, ich bin wirklich gut, oder? Ich nenne das ein bisschen besessen, ne? Aber... Just me. Okay, ich habe andere Dinge zu tun, die ich muss... Ich muss Venti wiederholen. Ich habe jetzt nichts. Ich bin ja auch wieder intelligent, ne? Ich habe nichts mit. Aber ich will auch so einfach nur mal gucken, wie weit ich komme. So blöd es auch klingt jetzt tatsächlich. Ich darf ja jetzt hier unten weitermachen. Und ich hasse das, Leute. Ganz ehrlich, ich hasse das, ne? So. Oh Gott. War bei dir? Nein, Magie konnte ich bei dir voll vergessen. Au. Lässt du das mal, du nerviges Viech? Ich hasse die tatsächlich extrem, ne? Weil das halt Fernkämpfer sind. Ich mag keine Fernkämpfer. Habe ich echt nichts zu essen? Ich habe ein bisschen Milchreis dabei.
Aber ich habe auch noch ein paar magische Tränke. Wo wir jetzt gerade mal hier sind, ne?